Wenn Tiere das Sagen haben. Kapitel 1. Die Erfindung In der verschlafenen Stadt Hoppelheim, weit entfernt von gewöhnlichen Wissenschaftszentren, lebte der exzentrische Dr. Ludwig Schnatterstein. Sein bizarres Labor, das in einem alten Schloss untergebracht war, barg mehr Geheimnisse, als die Stadt je vermutet hätte. Eines Tages, während Dr. Schnatterstein in einem staubigen Buch über vergessene Formeln blätterte, stolperte er über eine vergilbte Seite mit einer geheimnisvollen Mischung. Die Worte Animus Lokens fesselten seine Aufmerksamkeit. Mit einem Funkeln in den Augen beschloss er, diese vergessene Formel zu entschlüsseln. Die nächsten Wochen verbrachte der gute Doktor damit, in seinem schrulligen Labor zu experimentieren. Flaschen klirrten, und gelegentlich hörte man seltsame Geräusche die die Bewohner von Hoppelheim neugierig machten. Unbeirrt von skeptischen Blicken der Dorfbewohner setzte Dr. Schnatterstein seine Arbeit fort. Eines Nachts, während ein Gewitter über Hoppelheim tobte, vollendete er seine Erfindung, die Quasselmaschine. Ein gewaltiger Apparat mit blinkenden Lichtern und surrenden Röhren, der in der Mitte seines Labors thronte. Die Maschine, von der Dr. Schnatterstein glaubte, sie könne die Sprache der Tiere entschlüsseln, war geboren. Und mit ihr begann das Abenteuer der sprechenden Haustiere von Hoppelheim. Kapitel 2. Das Experiment. Mit einem triumphierenden Lächeln auf dem Gesicht führte Dr. Schnatterstein sein erstes Experiment durch. Vor ihm standen seine eigenen Haustiere, Sir Flaushington, der zottelige Hund, Madame Schnurrbart, die elegante Katze und Polly Papagei, der bunte Plapperkünstler. Die Quasselmaschine sorgte leise, als Dr. Schnatterstein die geheimnisvolle Formel aktivierte. Ein flimmerndes Licht erfüllte den Raum, begleitet von einem leisen Summen. Plötzlich hob Sir Flaushington den Kopf und bellte Guten Abend, Doktor. Die Worte erfüllten den Raum mit Staunen und Verwunderung. Madame Schnurrbart miaute Nun, das ist eine angenehme Überraschung. Und Polly Papagei setzte zu einem fröhlichen Hallo, Hallo. Hallo. An. Dr. Schnatterstein war überwältigt vor Freude, als seine Haustiere begannen, mit ihm zu kommunizieren. Die Tiere, nun mit der Gabe der Sprache gesegnet, plauderten munter drauflos. Sir Flaushington erzählte von seinen nächtlichen Streifzügen, Madame Schnurrbart teilte Klatsch aus der Katzenwelt, und Polly Papagei klapperte bunte Geschichten von fernen Ländern. Doch das Glück währte nicht lange. Ein ungeschickter Schritt von Dr. Schnatterstein stieß einen Behälter um und die Quasselmaschine geriet außer Kontrolle. Lichtblitze tanzten durch den Raum, begleitet von einem lauten Knall. Die Maschine begann wild zu rattern und die gesamte Stadt Hoppelheim konnte die skurrilen Geräusche hören, die von Dr. Schnattersteins Labor ausgingen. Die Bewohner, neugierig geworden, versammelten sich vor dem Schloss und ahnten nicht, dass die sprechenden Haustiere nur der Anfang einer wahrhaft tumultartigen Entwicklung waren. Kapitel 3 Die Ausbreitung Das tumultartige Rattern der Quasselmaschine verstummte abrupt, gefolgt von einer gespenstischen Stille. Dr. Schnatterstein, von Rauch umhüllt, stolperte aus seinem Labor und sah, wie sich die gesamte Stadt Hoppelheim versammelte um das Schloss. Sein Blick wanderte zu den sprechenden Haustieren, die nun nicht mehr nur seine Geheimnisse kannten, sondern auch die aller anderen Bewohner. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, die Tiere sprechen. Katzen miauten, Hunde bellten, Vögel zwitscherten in verständlichen Sätzen. Die Bewohner von Hoppelheim stürzten sich in ein Chaos aus erstaunten Gesichtern und aufgeregten Diskussionen. Während die Menschen versuchten, die unerwartete Wende zu verstehen, formierten sich die Haustiere zu einer tierischen Versammlung auf dem zentralen Platz. Sir Flaushington, Madame Schnurrbart und Polly Papagei ergriffen das Wort und erklärten den anderen Tieren ihre neu gewonnenen Fähigkeiten. Die Tierwelt von Hoppelheim, angeführt von einer klugen Ratte namens Sir Lachsalow, beschloss, die sprechenden Fähigkeiten als Chance zu nutzen. Sie planten, die Menschen durch Humor und Freude zu überzeugen, dass diese unerwartete Entwicklung eine Bereicherung für die Stadt war. Die ersten Tage waren chaotisch, aber auch voller Lacher. Katzen erzählten Witze, Hunde sangen Lieder und die Vögel orchestrierten musikalisch Komödien in den Bäumen. Einige Bewohner waren skeptisch, andere begeistert, und so entstand eine bunte Mischung aus Emotionen in Hoppelheim. Die Stadt war nicht mehr dieselbe. Und die sprechenden Haustiere hatten ihren Platz in der Mitte des Geschehens gefunden. Doch die eigentliche Herausforderung stand noch bevor die Menschen davon zu überzeugen, dass das unkonventionelle Geschenk der Sprache der Tiere ein Grund zum Lächeln war. Kapitel 4. Tierische Geheimnisse Die sprechenden Haustiere von Hoppelheim hatten die Stadt in eine wahrhafte Komödie verwandelt. Die Bewohner, noch immer zwiegespalten über die unerwartete Wendung, wurden Zeugen von unzähligen humorvollen Szenen. Katzen enthüllten die exzentrischen Gewohnheiten ihrer Besitzer, während Hunde mit einem Augenzwinkern über ihre menschlichen Begleiter sprachen. Selbst die Goldfische im kleinen Teich hatten plötzlich weise und amüsante Kommentare über das tägliche Leben. In einem Café namens Lustige Pfoten versammelten sich Tiere und Menschen gleichermaßen. Die tierischen Gäste setzten sich an die Tische, bestellten Virtuos bei den Kellnern und begannen, in amüsanten Anekdoten aus ihrem Leben zu schwelgen. Einige der Stammgäste erkannten sich in den Geschichten ihrer Haustiere wieder und lachten herzlich über die skurrilen Enthüllungen. Der tierische Widerstand, angeführt von Sir Lachsalow, begann, humorvolle Botschaften zu verbreiten. Plakate mit Witzen zirrten die Wände der Stadt und kleine Theaterstücke wurden in den Straßen aufgeführt. Die Tiere waren entschlossen, die Menschen durch Lachen zu vereinen. Doch nicht alle Bewohner waren bereit, die Veränderungen mit Humor zu nehmen. Einige blieben skeptisch und befürchteten, dass die sprechenden Haustiere zu viel über ihre Geheimnisse wussten. Dies führte zu einer Reihe von komischen Missverständnissen und kuriosen Verwicklungen, die die Stadt weiter in Atem hielten. Die Bühne war bereitet für eine große Komödie. Bei der Haustiere und Menschen gemeinsam auftreten würden, um die Bogen zu glätten und die Stadt mit einem Lachen zu überfluten. Hoppelheim stand vor einer unvergesslichen Vorstellung, bei der die sprechenden Haustiere beweisen würden, dass Humor die beste Medizin ist, selbst für die kuriosesten Umstände. Kapitel 5 Tierischer Widerstand: Die Vorbereitungen für die große Komödie waren in vollem Gange, und die Stadt Hoppelheim pulsierte vor Aufregung. Doch während die Vorfreude wuchs, regte sich auch Widerstand unter einigen menschlichen Bewohnern. Eine Gruppe von Skeptikern, die sich selbst die Geheimniswahrer nannten, bildete einen Widerstand gegen die sprechenden Haustiere. Die Anführerin, Frau Misepetra, hatte eine besonders schweigsame Katze namens Schatten als Vertrauten. Gemeinsam schmiedeten sie Pläne, um die sprechenden Tiere als Bedrohung für die Privatsphäre darzustellen. Der tierische Widerstand unter der Leitung von Sir Lachsalo erkannte die aufkeimenden Spannungen und beschloss, auf humorvolle Weise zu reagieren. Sir Lachsalo rief zu einem Komödienduell auf dem zentralen Platz auf. Die sprechenden Haustiere und ihre menschlichen Begleiter würden in amüsanten Wettbewerben gegeneinander antreten, um die Stadt zu unterhalten und Vorurteile abzubauen. Die Wettkämpfe begannen mit einem Versteckspiel der Geheimnisse. Mensch und Tier teilten absurde Anekdoten aus ihrem Leben und das Publikum lachte herzlich über die skurrilen Geschichten. Die Geheimniswahrer, beeindruckt von der Leichtigkeit und dem Humor der Vorführungen, begannen ihre starre Haltung zu lockern. Der Höhepunkt des Duells war ein gemeinsames Improvisationstheater, bei dem Menschen und Tiere Seite an Seite agierten. Die Geheimniswahrer wurden in humorvolle Szenarien eingebunden. Die ihre Ängste auf komische Weise entkräfteten. Am Ende des Duells waren die Barrieren zwischen Mensch und Tier gebrochen und sogar Frau Mise Petra konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Der tierische Widerstand hatte nicht nur die Herzen der Menschen gewonnen, sondern auch die Skeptiker dazu gebracht, die sprechenden Haustiere mit anderen Augen zu sehen. Die Stadt Hoppelheim war bereit für die nächste Etappe der großen Komödie, bei der alle gemeinsam für ein harmonisches Miteinander sorgen würden. Kapitel 6 Die Ratte des Humors Die Tage vor der großen Komödie waren von einer ausgelassenen Atmosphäre erfüllt. Die Bewohner von Hoppelheim waren gespannt darauf, wie die sprechenden Haustiere und ihre menschlichen Begleiter ihre gemeinsame Vorstellung gestalten würden. Während die Vorbereitungen in vollem Gange waren, geschah in den Schatten der Stadt etwas Unerwartetes. In einem alten Verlies, unterirdisch und fernab der feierlichen Vorbereitungen, lebte eine kluge Ratte namens Sir Lachsalau. Als Erbe einer langen Linie von Rattenkomikern entdeckte er einen vergessenen Witzeschatz, der seit Generationen von Ratten gehütet wurde. Diese geheimnisvolle Sammlung enthielt die lustigsten und skurrilsten Witze, die je in der Tierwelt zirkulierten. Sir Lachsalow hatte einen Traum, er wollte die Menschen und Tiere von Hockelheim mit einer spektakulären Vorstellung unterhalten und gleichzeitig die Macht des Lachens nutzen, um die Stadt für immer zu vereinen. Mit seinem Witzeschatz bewaffnet, begann er, die Haustiere zu unterrichten und ihnen beizubringen, wie man das Publikum zum Lachen bringt. Die Tiere, angeführt von der schillernden Persönlichkeit von Sir Lachsalow, verfeinerten ihre humoristischen Fähigkeiten. Katzen wurden zu meisterhaften Geschichtenerzählern, Hunde brillierten als Clowns, und Vögel überraschten mit musikalischen Komödien. Die Stadt Hoppelheim sollte nicht nur eine Vorstellung erleben, sondern eine unvergessliche Komödie, die die Herzen der Menschen für immer gewinnen würde. Die große Komödie stand kurz bevor, und die Bewohner von Hoppelheim wussten nicht, dass Sir Lachsalow und sein humorvolles Repertoire das entscheidende Element sein würden, um die Stadt in ein Lachfest zu verwandeln. Kapitel 7 Die große Komödie Die Stadt Hoppelheim war erfüllt von einem aufgeregten Summen, als der Tag der großen Komödie endlich gekommen war. Der zentrale Platz war mit Menschen, Tieren und neugierigen Blicken gefüllt, die gespannt auf die bevorstehende Vorstellung warteten. Die Bühne war liebevoll geschmückt, und die sprechenden Haustiere, unterstützt von ihren menschlichen Freunden, waren bereit, die Stadt mit Humor zu überfluten. Die Vorstellung begann mit einem furiosen Auftritt von Sir Flushington, der als singender Hund das Publikum in seinen Band zog. Dann betrat Madame Schnurrbart die Bühne und verzauberte mit eleganten Katzentänzen. Polly Papagei sorgte für musikalisch Einlagen, während die anderen sprechenden Haustiere die Zuschauer mit witzigen Dialogen und humorvollen Geschichten unterhielten. Plötzlich, mit einem feierlichen Trommelwirbel, betrat Sir Lachsalo die Bühne. In einem funkelnden Frack und begleitet von einem Lachen, das die Herzen erwärmte, verkündete er den Höhepunkt der Vorstellung, die Enthüllung des vergessenen Witzeschatzes. Die sprechenden Haustiere präsentierten einen einzigartigen Mix aus Witzen, Slapstick und musikalischen Einlagen. Die Stadt Hoppelheim erlebte eine unvergleichliche Komödie, bei der Mensch und Tier zusammenarbeiteten, um Lachen und Freude zu verbreiten. Während die Vorstellung tobenden Applaus erntete, spürte man, wie sich die Herzen der Bewohner öffneten. Die große Komödie war nicht nur eine Unterhaltung, sondern ein kraftvolles Werkzeug, das die Menschen von Hoppelheim dazu brachte, über Vorurteile und Unterschiede hinwegzusehen. Am Ende der Vorstellung versammelten sich Menschen und Tiere auf der Bühne, um sich gemeinsam für den Applaus zu verbeugen. Die Stadt Hoppelheim war nicht länger geteilt, sondern durch das Band des Humors und der Freundschaft vereint. Die sprechenden Haustiere hatten nicht nur die Menschen unterhalten, sondern auch gezeigt, dass die Macht des Lachens stärker ist als jede Barriere. Kapitel 8. Die Normalität kehrt zurück. Nach dem triumphalen Erfolg der großen Komödie veränderte sich das Leben in Hoppelheim auf wundersame Weise. Die Stadt pulsierte vor guter Laune und die sprechenden Haustiere hatten ihren Platz in den Herzen der Bewohner fest etabliert. Die Menschen und Tiere lebten nun harmonisch zusammen, und die sprechenden Fähigkeiten der Haustiere wurden zu einer täglichen Quelle des Vergnügens. Katzen philosophierten über die Tiefe des Katzenlebens, Hunde wurden zu Gesprächspartnern in allen Lebenslagen, und die Vögel untermalten die Tage mit fröhlichen Liedern. Dr. Schnatterstein, der kauzige Wissenschaftler, wurde zu einem lokalen Helden. Seine Erfindung, die Quasselmaschine, hatte nicht nur die sprechenden Haustiere hervorgebracht, sondern auch dazu beigetragen, die Stadt zu vereinen. Die Bewohner von Hoppelheim begannen, die humorvolle Seite des Lebens zu schätzen. Kleine Comedy-Clubs und Theater blühten auf, und sogar die Geheimniswahrer, einst skeptisch gegenüber den sprechenden Haustieren, fanden Gefallen an den amüsanten Alltagsgeschichten. Die sprechenden Haustiere waren nicht mehr nur Unterhalter, sie wurden zu Vermittlern zwischen Mensch und Tier, zu Brückenbauern in einer Stadt, die durch das Lachen geeint wurde. Sir Lachsalo, die kluge Ratte, wurde zum Ehrenbürger ernannt und leitete weiterhin die humoristische Bewegung in Hoppelheim. Das tägliche Leben in der Stadt war nun von einer Lachgarantie durchzogen, und die Menschen schätzten die einzigartige Bindung zu ihren sprechenden Begleitern. Hoppelheim hatte einen Platz auf der Landkarte als Stadt des Lächelns gefunden. Eine Gemeinschaft, die bewies, dass das Teilen von Freude und Humor eine universelle Sprache ist, die alle verstehen können. Kapitel 9: Das Leben mit Lachgarantie. Mit jedem Tag, der in Hoppelheim verstrich, schien die Lachgarantie der Stadt nur noch stärker zu werden. Die Bewohner lebten in einer Atmosphäre der Freude und des Lächelns, in der die sprechenden Haustiere zu unentbehrlichen Mitgliedern der Gemeinschaft geworden waren. Der exzentrische Wissenschaftler Dr. Schnatterstein wurde nicht nur für seine Erfindung verehrt, sondern auch für seinen Beitrag zur positiven Veränderung in Hockelheim. Das Schloss, das einst nur ein mysteriöses Labor war, wurde zum Zentrum der Lachkultur und des Austauschs zwischen Mensch und Tier. Die sprechenden Haustiere entwickelten sich weiter. Sie begannen, eigene Veranstaltungen zu organisieren, von Comedyabenden bis zu talentierten Aufführungen. Die Bewohner von Hoppelheim staunten nicht nur über die Fähigkeiten ihrer tierischen Mitbewohner, sondern lernten auch, dass das Lachen eine kraftvolle Brücke zwischen den Arten schlagen kann. Sir Lachsalow, die kluge Ratte, wurde zu einem weisen Ratgeber der Stadt ernannt. Sein humorvoller Blick auf das Leben half den Bewohnern auch in schwierigen Zeiten das Positive zu sehen. Er schaffte es, mit einem Scherz selbst die schwierigsten Situationen aufzuhellen. Die sprechenden Haustiere hatten nicht nur die Stadt zum Lachen gebracht, sondern auch die Herzen der Menschen geöffnet. Hoppelheim war zu einem Ort geworden, an dem Tiere und Menschen nicht nur zusammenlebten, sondern sich auch gegenseitig inspirierten und bereicherten. Die letzten Seiten der Geschichte von Hoppelheim wurden von Lachen und Freude gefüllt. Die Bewohner wussten, dass, egal was die Zukunft bringen mochte, sie die unsichtbare Verbindung des Humors hatten eine Lachgarantie, die ihre Stadt für immer einzigartig und liebenswert machte. Und so endete die Geschichte von Hoppelheim mit einem Lächeln, das sich durch die Seiten der Zeit fortführte.